Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe auf meinem Kanal. Ich bin der Mucker, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ein episches Intro. Ich wollte mit euch den in Anführungszeichen Einzelspielermodus. Also das Abenteuer. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Gucken wir uns jetzt. Also das heißt Sterne irrenden Lichter. Mal gucken, wie weit wir da jetzt kommen. Ich starte ein neues Spiel. Auf normal. Und dann gucken wir uns mal das Intro an. Wunderschön, sage ich euch. Don't let a single one get away! We'll each need to take down about 10. Stow your fear! It's now or never! We'll win this! I know we will! Alle Kämpfer waren gefallen. Jeder. Nur einer hat überlebt. Die vergeblich gekämpft haben. Und ließ die Geister, die sich einfach helfen können. Eine AP von Schergen. Der Welt hinaus zu. Wer sollte die Geister aus Pyros Band befreien?
dein Herz und wage den ersten Schritt. Damit sind wir auf der Weltkarte. Auf der riesigen Weltkarte. Da ist Kyra. Ich habe jetzt schon einmal einige Leute gehört, die sich fragen, warum Kirby als einziger überlebt. Die Antwort darauf ist ganz leicht. Der Erschaffer von Smash Bros. Darukai? Darukai? Einen Moment, ich gucke noch einmal schnell nach. Ist ebenfalls der Erschaffer von Kirby. Sakurai, genau. Und dementsprechend, ja, liegt ihm der natürlich sehr am Herzen. Dann starten wir mal den ersten Kampf. Als Kyra, Essenz des Lichtes, den Körper aller Wesen aufzunehmen. Wurden diese zu geistern, sind sie gezwungen, als falsche Kämpfer gegen sich anzutreten. Die falschen Kämpfer, in denen die Geister eingestellt sind, heißen Hukki-Kämpfer. Jeder Kampf gegen sie ist eine Chance für dich, einen Geist zu befreien. Dein Primärgeist verstärkt deinen Angriff und deine Abwehr. Du musst stets zuerst einen Primärgeist anlegen. Ich habe aber noch keine Subgeist. Die habe ich auch nur, weil ich am Anfang ein Geschenk bekommen oder keine Ahnung. Bereit? Los! Silabogum. Das Lernjuwel, Max und Münze. Ich bin definitiv kein Main Kirby. Der liegt mir nicht sonderlich. Es gibt natürlich noch einige, die schlechter sind. Mein Main, muss ich sagen, ist Bowser. Den kann ich ganz gut. Und Captain Falcon kann ich auch ganz gut. Aber bis wir die befreit haben, das dauert. Ich hab gesagt, das ist gleich zu dran. Ich brauche ja gar nicht anzupassen. Ah, doch, ich hab einen Subgeist. Aber jetzt kämpfe ich halt so. Gut, dann. Bereit! Los! Ganz stark, Mucka. Das war super stark. Ich weiß gar nicht, das sollten sich alle Kämpfer zum Vorbild nehmen. Super. Es war natürlich Riesenkrütze. Bereit? Los! Was ist denn hier? Gibt es wirklich? Verdammte Axt! Ich hab Kirby sehr lange nicht mehr gespielt. Ich habe ja auch bei meiner bei meinem Bereit! Los! Ja.
werde jetzt mit euch spielen. Circa 20 Minuten soll das erste Video gehen, wovon dann wahrscheinlich nur 10 Minuten Kämpfe sein werden, maximal. Jetzt kämpfen wir das erstmal gegen einen 2-Sterne-Geist. Ich gehe auf Evoli. Und hier, man kann natürlich Zufall machen. Machen wir das mal so. Wir sind natürlich an der Power. Das kann man ganz klar sehen. Aber. Bereit? Los! Oh, wie gut. Weil der die ganze Zeit in der Luft rumflippt, rumspringt, das liegt mir gar nicht. Jetzt nicht den ersten Nebel. Könnte den ersten Char befreien. Was Mario ist. Wir bleiben natürlich genau bei. Machen das und damit legen wir los mit Mario. Bis wir Mario freischalten können. Mario gibt ja auch sehr, sehr wenig. Ich werde ihn dann trotzdem freischalten. Ganz klar so sagen, da hatte ich Glück, aber ich bin nicht gestorben und jetzt haben wir Mario, der mit an unserer Seite kämpft. Und so schaltet man nach und nach die Charaktere frei, dass man sie auch im Hauptspiel nutzen kann. Etc. Um den Kämpfer zu wechseln, bla bla bla, das weiß ich alles. Wir werden jetzt noch einen Kampf machen. Mit Mario, Wächter, beziehungsweise Rob. Da seht ihr mal, kacke ich bin mit Mario. Mario! Das ist ein Mario Maker Outfit. Thank you.
Alles klar. Mario! Dann lass ich ihn halt ich werde jetzt noch schnell den Einkampf machen gegen Rob. Danach werde ich den. Bereit? Los! Muss ich jetzt mal annehmen? Bereit? Los! Da die Waffe nach ihm schmeißen konnte und so gewonnen hat. Jetzt haben wir den Wächter, Lernjuwelen, bla bla bla. Das zeige ich euch alles im nächsten Part. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bewertet ruhig dieses Video, wenn ihr Lust drauf habt. Ich habe gerne Kritik in die Kommentare. Ich versuche darauf einzugehen. Es bleibt mir nichts mehr zu sagen als ciao ciao, euer Mucka.